Hallo, liebe Freunde meines Gesundheitskanals. Heute möchte ich mit euch ein weiteres naturheilkundliches Verfahren besprechen, und zwar die Spagyrik, spagyrische Mischung. Ich habe das mal am Rande erwähnt, ihr werdet schon gemerkt haben, heute mal meine Freizeitbrille auf. Letztlich habe ich sie vergessen zu wechseln, habe mir allerdings gedacht, im Grunde passt es zur Thematik ganz gut, weil so ein bisschen etwas Mystisches hat das Ganze auch an sich. Die Spagyrik ist nämlich von den Alchemisten entwickelt worden. Das war im Mittelalter. Die Alchemisten, einer von ihnen ist Paracelsus gewesen, haben unter anderem versucht, unedle Metalle in Gold umzuwandeln. Sie haben versucht, den Stein der Weisen zu erschaffen. Aber auch, und das hat eben Paracelsus gemacht, wurde die Spagyrik entwickelt. Die Spagyrik ist dann in späteren Jahren wieder aufgegriffen worden, zum Beispiel von Dr. Karl Friedrich Zimpel. Andere letztendlich haben das auch gemacht. Dr. Zimpel ist meines Erachtens nach einer der bekanntesten und auch nach ihm am häufigsten eingesetzten Methode. Das war ungefähr so vor 200 Jahren mit dem Dr. Zimpel. Bei der Spagyrik geht es darum, dass eine Pflanze zunächst getrennt und dann wieder zusammengeführt wird. In der Regel wird die Pflanze in drei Teile zerlegt und sie wird dann nach unterschiedlichen Methoden behandelt. Sie wird beispielsweise verascht, das ist das, was hinterher auf den Körper einwirkt. Es wird ein alkoholischer Auszug gewonnen, das wirkt auf den Geist, und es werden die ätherischen Öle destilliert, das wirkt auf die Seele. Also die Behandlung von Körper, Geist und Seele. Das ist das Prinzip der Spagyrik. Es ist im Grunde genommen, wenn man es mit den anderen Behandlungsmethoden vergleicht, so eine Mischung aus pflanzlich und homöopathischer Therapie. Also etwas, wo sich schon rein wissenschaftlich etwas mehr Inhalt finden lässt. Es gibt dort 101 verschiedene Heilpflanzen, die dann als Essenzen wir hier bei uns zum Beispiel vorrätig haben. Das ist etwas, was, glaube ich, nicht jede Apotheke macht, aber das ist im Internet gelistet, wer diese Mischungen ausführt. Es gibt noch 3 Fertigmischungen, die dazu gehören. Dann gibt es ein Kompendium, das ist also eine ordentlich dicke Schwarte, wo für die verschiedenen Erkrankungen ganz viele Mischungen drinstehen, die dann ganz verschieden durchnummeriert sind. Und die Heilpraktiker schicken uns dann Rezepte zu, wo beispielsweise 10 oder mehr Komponenten aufgeführt sind oder eben so eine Standardmischung aus diesem Kompendium, die eventuell noch ergänzt wird mit anderen Substanzen, die wir dann zusammenmischen. Interessant ist da wieder, wie das zusammengemischt wird. Ihr erinnert euch bei den Bachblüten, ein Tropfen auf 10 Milliliter oder so ähnlich. Hier wird das anders gemacht. Hier werden die einzelnen Komponenten zu gleichen Teilen zu der Gesamtmischung zusammengefügt. Und von dieser Mischung nimmt man dann in der Regel 3-mal täglich 10 bis 20 Tropfen im Erwachsenenbereich und bei den Kindern 5 bis 10 Tropfen. Eine ganz interessante Therapie, die vielen sehr gut hilft, wie man daran merkt, dass bei uns die Dinge ständig nachgefragt und auch zusammengemischt werden. Ich danke euch, ich freue mich, dass ich euch dieses Verfahren auch etwas näher bringen konnte. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Euer Michael Richter.